Einen wunderschönen guten Abend oder einfach nur Moin, wie man bei uns sagt, und willkommen zu diesem Video. Ja, was habe ich vorbereitet für euch? Ich habe für euch etwas Schönes bestellt bei der Firma Level Up. Hier ist der Karton, der aber schon leer ist. Ich habe das Paket hier vor mir schon mal hingelegt, damit ich das Ganze hier nicht jetzt noch rauspulen muss, auch wenn so ein Karton schnell aufgeht, aber trotzdem, ich war neugierig, ich konnte nicht mehr warten. Ich wollte schon mal reingucken und ich muss auch gestehen, ich habe auch schon zwei, drei Proben probiert, aber ja, ich habe mich jetzt dazu entschieden, einfach mal ein Video zu machen und vielleicht den einen oder anderen zu inspirieren, zu was die Firma Level Up angeht. Falls ihr nicht wisst, was das ist, Level Up ist ein Gaming Booster, ist ein Pulver, was man mit 500 ml Wasser vermischt. Du kannst auch Wasser mit Kohlensäure nehmen, das Ganze sollte man dann allerdings mit einem Löffel einmal vorsichtig umrühren, weil das Ganze sonst anfängt überzuschäumen und dann hast du die ganze Plörre auf dem Tisch oder auf deiner, wo auch immer du dein Pulver anmischt. Ja, ich habe das Ganze, wie gesagt, schon mal vor mir liegen. Ich werde jetzt erstmal die Proben soweit zeigen, dann zeige ich euch den Inhalt von dem Karton, der hier vor mir liegt. Man sieht hier schon das Ganze. Und dann werden wir auf jeden Fall eine Sorte heute auch probieren. Ich werde auch noch weitere Videos dazu machen, wie ich noch andere Sorten probiere. Und ja, falls irgendwie jetzt demnächst mal Aktionen sind oder neue Sorten, werde ich gucken, dass ich die dann auch rechtzeitig rankriege, um die für euch zu probieren, mit euch zu probieren. Und ja, könnt mir gerne auch in die Kommentare eure Meinung zu Level Up schreiben oder generell zu Gaming Booster. Ich werde jetzt, glaube ich, auch nicht nur auf die Firma Level Up eingehen, sondern vielleicht auch mal andere Marken testen. Es gibt ja mehrere. Mir wird da in letzter Zeit unheimlich viel angezeigt. Gamers Only und Just Legends und ja, wie sie alle heißen, ich kann die jetzt gar nicht alle aufzählen. Auf jeden Fall fangen wir heute aber erstmal mit Level Up an. Fangen wir erstmal mit den Proben an, die hier, wie gesagt, vor mir liegen. Da haben wir als erstes einmal die Galaxy Edition. Das ist auf jeden Fall einer der Bestseller von Level Up hier, die Galaxy Edition. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Gucken wir mal einmal die Werte an, die hier drin sind. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass hier nur 4,1 Gramm Zucker drin sind auf 8 Gramm. Klingt jetzt erstmal viel, aber 8 Gramm, das ist halt eine Portion. Also man trinkt einen von denen hier, vermischt man mit 500 Milliliter, da sind 4 Gramm absolut nicht viel, wenn man bedenkt, in einer Dose Red Bull. Ich weiß jetzt nicht genau, aber ich schätze, da sind 9 bis 10 Gramm pro 100 Milliliter. Wenn man jetzt eine kleine Dose trinkt, da hat man dann auch schon so seine 25 Gramm Zucker zusammen. Von daher ist das hier schon auf jeden Fall eine gute Alternative. Hat auch relativ viel Koffein, 250 Milligramm bin ich der Meinung, waren hier drin. Ich gucke jetzt gerade nochmal, ob ich das hier finde. Ja, 250 Milligramm hat eine Portion, das ist schon relativ viel. Nur die Gummy Bomb hat 200 Milligramm, habe ich letztens gesehen. Die hat ein bisschen weniger. Warum, kann ich euch jetzt nicht sagen. Es spielt jetzt auch keine Rolle. Machen wir weiter. Also hier haben wir aber die Galaxy Edition. Dann haben wir eine, die ich irgendwie extrem feiere. Allein vom Namen her habe ich so noch nie irgendwie auf dem Markt gesehen. Da haben wir einmal die Gummy Worms. Habe ich auch schon einmal probiert. Also wie gesagt, ich habe schon ein paar Proben getestet. Ich glaube 3 oder 4 Sorten habe ich einmal getrunken bisher. Die hier feiere ich auf jeden Fall hart. Die schmeckt gut. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Aber die werden wir heute nicht probieren. Das kann ich schon mal sagen. Dann machen wir weiter mit der nächsten. Blaubeere Kokos. Die spricht mich jetzt ehrlich gesagt nicht so an. Die war aber dabei. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht als Dose. Deswegen weiß ich gar nicht, warum es das als Probe gibt. Probe gibt es ein bisschen doof, wenn ich die jetzt übelst gut finde. Und ich kann sie mir dann nicht als als Dose kaufen. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich will jetzt nichts Falsches behaupten. Auf jeden Fall Blaubeere Kokos. Kenne ich auch von Red Bull. Ich glaube, der weiße Red Bull ist auch Blaubeere-Kokos. Ja, aber wie gesagt, Level Up ist jetzt mein neuer Gaming-Booster. Ich verzichte ab sofort auf Dosen-Energy. Irgendwie schmeckt es mir nicht mehr. Dann haben wir hier auf jeden Fall die Mango-Passionsfrucht, beziehungsweise Mango-Maracuja. Das ist die schöne hier. Ich kann mir vorstellen, dass die relativ süß schmeckt, weil Mango ist ja schon generell eine sehr süße Frucht. Und Maracuja, ja, kenne ich eigentlich auch nur von Cocktails, da wo diese Sorte hier drin ist. Also Mango Maracuja jetzt, so generell als Saft, ist schon sehr süß. Ja, bin auf jeden Fall gespannt, wie der Geschmack von dem hier ist, aber auch die werde ich, denke ich, heute nicht testen. Ich habe mir eigentlich schon Favorit ausgesucht. Ich denke, entweder die oder die, zeige ich euch gleich. Ja, machen wir weiter mit der nächsten, die Nuklear Edition. Klingt auf jeden Fall mega interessant. Ist mit blaue Himbeere und Limette. Limette feiere ich eigentlich immer, kann man eigentlich immer trinken, ist immer so ein bisschen säuerlich. Bin auf jeden Fall gespannt, wie Nuclear Edition schmecken wird. Ich schätze, wir fangen heute mit Nuclear Edition an zu probieren. Vielleicht auch noch eine andere, ich weiß es noch nicht.
Ja, dann haben wir als nächstes die Watermelon Wave. Also Wassermelone. Wassermelone geht immer. Als Eistee mag ich es nicht so gerne, weil es halt irgendwie immer extrem süß ist. Aber als Energy Wassermelone könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Die habe ich auch schon probiert. Ja, doch, die habe ich schon probiert. Die war eigentlich ganz geil. War schön fruchtig und nicht zu süß. Also ich mag es nicht, wenn Getränke so extrem süß sind. Also wirklich zu süß. Klingt komisch, weil ich früher irgendwie gerne Cola getrunken habe. Aber ich muss sagen, seitdem ich irgendwie jetzt so auf Level Up gekommen bin, also auch das jetzt so ein paar Mal getrunken habe, habe ich irgendwie gar nicht mehr so Bock auf Cola. Generell liegt es auch einfach daran, wenn ich jetzt so weiß, ich trinke heute ein Level Up zum Beispiel, dann trinke ich irgendwie gar nichts anderes Koffeinhaltiges, weil das hier halt schon extrem viel Koffein hat und ich will mir auch nicht zu viel Koffein reinballern. Wobei Koffein bei mir gar nicht mehr so die krasse Wirkung hat, weil ich halt echt extrem viel Koffein irgendwie immer zu mir genommen habe. So, dann kommen wir zur letzten Probe, die ich hier noch habe. Das ist die Pink Crush. Die Grapefruit-Geschmack. Also schätze ich, müsste eigentlich ein bisschen säuerlich sein, weil Grapefruit ja generell auch eine saure Frucht ist. Pink Crush, auf jeden Fall auch eine interessante Sorte. Aber ich schätze, wir fangen heute wirklich mit der Nuclear Edition an. Machen uns hier einen leckeren Drink gleich. Ja, kommen wir erstmal jetzt noch zu dem, was hier drin ist. Hier haben wir noch einmal so eine schöne Box. Ihr seht, ich habe mir die Bubble Boom geholt als Dose. Und dabei war auch ein Shaker. Ein wunderschöner Mädchenshaker. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich diese Box hier genommen habe. Ich fand den Shaker halt irgendwie so geil. Auch wenn er überhaupt nicht meine Farbe ist. Aber den muss man einfach in seiner Sammlung haben. Der Shaker sieht nämlich so aus. Also ich muss sagen, auf dem Bild sah der ein bisschen besser aus. Da sah das irgendwie aus, als wäre das hier so durchsichtig. So habe ich es jetzt nicht erwartet, aber generell muss ich sagen, finde ich den Shaker trotzdem ganz cool. Wie gesagt, hier haben wir noch die Dose, also, ach, jetzt komm raus da. Mein Gott, der ist schüchtern, der will nicht, der Schlingel. Hier haben wir die Dose, noch ungeschlossen, noch nicht aufgemacht, wie gesagt. Die werde ich hier auf jeden Fall auch noch in dem Video für euch testen, den Geschmackstest machen. Aber wie gesagt, nicht heute, ich will erstmal die Proben weg haben. Und dann werde ich das gute Stück hier öffnen. Wobei ich vorhabe, jetzt in den nächsten Tagen nochmal zu bestellen. Ich habe nämlich von einem netten Herren ein 2:1 Code geschenkt bekommen. Und den werde ich auf jeden Fall aufmachen. Aufmachen soll ich schon benutzen. So, machen wir den Spaß hier zu und kommen jetzt zu unserem Geschmackstest. Na, darauf freue ich mich schon den ganzen Tag. Ich warte schon den ganzen Tag, dass ich endlich dieses Video machen kann und ich jetzt endlich mein Level abprobieren kann. Endlich eine neue Sorte. So, wir wollen jetzt nicht so lange rumreden. Wir machen uns jetzt hier mal eine Mische. Ich nehme heute auf jeden Fall Kohlensäure. Das gute, stille, gute kohlensäurehaltige Wasser von Edeka. Machen wir kurz den Dings hier raus. So, mischen das Ganze jetzt erstmal hier mit Wasser. Beziehungsweise mischen, kippen erstmal Wasser rein. Ich hoffe, das reicht. Ich habe hier sonst noch eine zweite Flasche. Mal gucken, dass ich die Menge genau passend treffe. Ja, boah, sieht gut aus. Kleines Schlückchen noch. So. Wollen wir mal schnell einen Schluck trinken. Damit meine Geschmacksnerven auch bereit sind für diesen leckeren Geschmack. So. Schnippschnapp. Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Ich habe so viele Versuche gebraucht, um dieses Video zu drehen, weil ich einfach ultra nervös war und mich ständig versprochen habe. Und dann hatte ich endlich diesen Flow gefunden, dieses Video zu drehen. Und dann habe ich diese Schere hier vergessen. Und dann habe ich gedacht, ey, weißt du was, du fängst jetzt immer von vorne an, bevor du jetzt das Video nachher noch schneiden musst und hier und da und tralala und wieder voll aus dem Konzept bist. Deswegen habe ich jetzt einfach nochmal neu angefangen. Und ja, machen wir den Geruchstest. Boah, das riecht aber gut. Boah, das riecht richtig gut. Boah, das riecht irgendwie... Ich kann den Geruch gar nicht beschreiben, aber es riecht mega. Also es riecht wirklich mega. Hier haben wir das Ganze. Ich stelle das mal hier oben rauf, dass ihr das auch sehen könnt. Jetzt kippen wir einmal das Pulver rein. Schön vorsichtig, damit das hier nicht überschäumt. Und ich hier noch aufräumen, sauber machen muss. Das wollen wir ja nicht. So, und da sieht man, wie das Ganze schön... Oh, geil. Ja, ihr seht, wie das Ganze... Ich weiß nicht, ob ihr das seht, wie das Ganze hier anfängt zu schäumen. Jetzt rühren wir das Ganze einmal vorsichtig um und guckt euch mal diese Farbe an. Diese Farbe ist einfach ultra geil. Also da passt der Name Nuclear Edition wirklich echt wie die Faust aufs Auge.
Irgendwie erinnert mich das voll an dieses Duschgel von Axe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder generell wie dieses Duschgel, was immer so neongelb leuchtet. Auch wenn das jetzt eher so ein grünlicher Ton ist. Aber es sieht echt aus, als wäre es verstrahlt, ne? Frisch aus Tschernobyl eingetroffen, mein Gaming-Booster. Haha. So. So, einmal den Löffel abgeleckt, schon mal probiert. Jetzt machen wir das Ganze zu. Shaken brauchen wir das jetzt nicht, weil wir das Ganze verrührt haben. Ich hoffe, da sind jetzt keine Klumpen mehr drin. Machen wir das Ganze einmal zu. Ja, ich nehme den Shaker zum Trinken, weil den anderen Shaker möchte ich erst fürs Bubble Boom benutzen, damit ihr jetzt auch schön diese Farbe seht. So seht ihr einmal die Farbe, falls ihr die Sorte Nuklear-Edition noch nicht kennt. Aber ich schätze mal, die meisten von euch kennen sie schon. Also sieht wirklich echt richtig, richtig, richtig nice aus. Sieht wirklich echt aus, als wäre das Ganze verstrahlt. Also ich feier diese Farbe. Wirklich mega geil. Wirklich. Also das hätte ich nicht gedacht. Alleine wegen dieser Farbe lohnt es sich schon, diese Sorte zu kaufen. Natürlich muss sie auch schmecken. Das probieren wir jetzt. Gucken wir mal. Boah. Gleich nochmal einen Schluck hinterher. Oh, ist das geil. Boah, schmeckt richtig geil. Boah, ich kann aber irgendwie, wie soll das schmecken? Blaubeere? Blaue Himbeere, Limette. Also, Limette schmeckt man eher so, ja, im Nachgeschmack, aber so. Im ersten Moment schmeckt das irgendwie so. Ja, also schmeckt nur die Himbeere. Und später dann die Limette, aber am Anfang schmeckt man nur die Himbeere. Aber mega. Also schmeckt richtig geil. Richtig geil, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte jetzt eher so gedacht, das wird ein bisschen sauer wegen der Limette, aber schmeckt eher ein bisschen süßig. Also vom Geschmack her mega angenehm. Ja. Also meine Meinung zum Nuklear Edition, mega, schmeckt geil, kann ich nur empfehlen. Ja, wie findet ihr denn die Nuklear Edition? Feiert ihr sie? Findet ihr sie nicht so geil? Also ich finde sie mega, alleine wegen der Farbe, habe ich ja schon gesagt, sieht einfach ultra geil aus. Wie gesagt, da erinnert mich so ein bisschen an das Duschgel immer, was ich früher immer benutzt habe. Dieses Männerduschgel, da gab es ja früher immer nur so ein paar Sorten. Jetzt mittlerweile nicht, aber früher gab es halt immer so ein Duschgel, das war so wirklich knallgelb. Da dachte ich immer so, oh, sieht irgendwie lustig aus. Jetzt habe ich es als Getränk. Komische Assoziation, ich weiß, aber ja, wie gesagt, Nuklear Edition feiere ich. Wie findet ihr die Nuklear Edition? Lasst mir doch mal eure Meinung dazu da. Ich finde sie geil und ja, bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt ein bisschen mir in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Lasst mir auch gerne ein Abo da, wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt. Ich werde auf jeden Fall noch weitere Videos zu Level Up raushauen und Geschmackstest mit euch machen. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag generell. Ich weiß ja nicht, wie spät es gerade bei euch ist. Und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video und sag auf jeden Fall haut rein.